Heyho, es geht weiter mit Let's Play Lufia. Beim letzten Mal sind wir durch die ganze Welt gereist quasi, haben einige Städte gefunden und haben Mirko getroffen, einen Kumpel von Lexis, der uns wohl ein U-Boot bauen will, kann, möchte, wie auch immer. Und leider wurden aber die U-Boot-Baupläne gestohlen. Nämlich von einem kleinen Elfenmädchen. Und es ist scheinbar zurück in die Stadt der Elfen gerannt, die hinter dem Berg ohne Wiederkehr ist. Deswegen versuchen wir jetzt irgendwie dahin zu kommen. Aber ich hab's schon wieder vermasselt. Ja. Oh, ich könnte gleich mal ein neues Kapselmonster ins Team nehmen. Kapselmonster, weiter. Nehmen wir wieder Fumi mit. So, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Die beiden, also hier rechts kann ich nicht hin, weil diese Statue im Weg ist. Okay, und wenn ich nach oben will, sind mir drei Statuen im Weg. Nämlich die erste links, die zweite links und die vierte hier. Okay, und hier kann ich auch nicht hin. So. Das heißt, ich muss mir was überlegen, heißt das. Jetzt hört mich die da. Das ist irgendwie doof. Nein, ich habe gerade eine Idee, aber ich habe es schon wieder beim ersten Schritt schon falsch gemacht. Cool, was? Das muss man erstmal hinkriegen. Und zwar, wenn ich die beiden links und rechts vertauschen könnte, wäre das schon mal praktisch. Moment, ich kann ja mal die Säule da hinstellen und jetzt kann ich die hier hochschieben und hier hin und kann die schon mal nach hier links schieben. Ja, jetzt nervt mich zumindest schon mal dieser Typi da ganz links nicht mehr. Und jetzt müsste ich eigentlich den hier hoch. Und, Moment. So. Klappt das? Na, ich glaube, das klappt mit dem ganz da oben dann wieder nicht. Ha. Eigentlich müsste ich den jetzt noch nach rechts kriegen, aber ich kann den nicht nach rechts schieben, weil da... Oh, ich habe die zu weit geschoben. Verdammt! Aber so klappt's. So klappt's. Das ganz sicher. Okay. Ich hab's kapiert. Einen Moment bitte. So... So, das war schon richtig, glaube ich. Ich darf du die hier nur bis dahin schieben. Jetzt kann ich nämlich hier drunter laufen. Genau. Sehr schön. Jetzt schiebe ich dich hier runter. Jetzt kann ich nämlich dich hier rüberschieben. Und noch eins rüberschieben. Und jetzt schiebe ich die Säule dahin. Und schiebe dich hier hoch und dich hier rüber. Und jetzt kann ich da hoch. Meine Güte. Das ist echt mal ein Rätsel-Dungeon, aber so richtig. So, ich hoffe, das war's jetzt mit diesen komischen Statuen, weil langsam reicht's mir. Yay, neue Feinde. Ach, sehr schön. Was haben wir denn da? Enzianos. Ist bestimmt ein Enzian. Ah, Phönix. Auf den einen nur? Nein, Moment, auf alle. Warte, ich bin verwirrt. Ging die Zauber normal nicht immer auf alle? Oder geht der nur auf einen? Okay, irgendwie doch. Und Lexis haut einfach mal drauf. So, mal schauen. Phönix, wie viel Schaden machst du denn? Eigentlich müsste es viel Schaden machen. Das ist Feuer, das sind Pflanzen. Wobei, Feuer macht auch bei Wassermonstern viel Schaden. Ja, das war eigentlich echt nicht viel Schaden. Ha. Ich werde das hier nie verstehen. Ein Krafttrank, den wir nicht mitnehmen können, weil wir schon zu viele haben. Hallo Baum. Wer bist du denn? Ein Schizo. Schizo. Tizo. Keine Ahnung. Okay, dann versuchen wir es mal mit... Donner! Unser neuer Donnerzauber und... mach einfach mal Aquata, Lexis. Einfach mal testen, wie sie auf Wasser reagieren. Und wie sie auf Donner reagieren. Wow, und Donner sieht cool aus. Oh yeah. Hat scheinbar mehr Schaden gemacht als Phönix. Ha. Aquata! Jetzt auf einen ist ein bisschen blöd zu vergleichen, aber nein, okay, Wasser auf keinen Fall. Wasser macht überhaupt keinen Schaden. Gut zu wissen. Dann können wir noch Frost testen später. Eis ist ja manchmal auch gut gegen Pflanzen. 5000 Erfahrungspunkte. Wenn ich überlege, die auf dem Meer haben 16.000 gebracht teilweise. Ha. Hey Blümchen. Was bist du denn? Eine Blutrose. Frostfee. Yay. Und Lexi voll auf einmal drauf, falls irgendwas übrig bleibt für ihn.
Und die Monster sind echt stärker geworden, weil ich merke, geil, bekommt sie nicht mehr mit einem Schlag down. Das ist nicht so gut. Ja, Frostbeer macht schön Schaden. Okay. Und Lexis muss gar nicht mehr angreifen. Lexis wurde aufgestuft. Yay, vielleicht wird er jetzt nützlich. Und Fumi auch. Yay. So, weiter geht's im Rätsel-Dungeon. Ich finde es übrigens sehr schön, dass es bisher überall nur einen Weg gab. Denn ich habe 1000 Geheimgänge übersehen, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Kann ich das kaputt machen? Oh. Kann die Büsche kaputt machen. Eine Brücke. Büsche. Vielleicht ist irgendwo was versteckt. Geheimer Schalter zu einem geheimen Geheimweg. Da unten ist das Elfenmädchen. Hey, du Kleine, ich sehe dich genau. Gib mir meine U-Boot-Pläne zurück. Also, es sind nicht meine Pläne, aber die Pläne für mein U-Boot. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Huch. Nein, Maxim. Wir drücken uns nicht davor. Wir stellen uns dieser Gefahr. Oh, mein Gott. Okay. Nach rechts komme ich nicht und nach unten komme ich auch nicht. Das heißt, ich muss den da runterschieben. Gibt im Moment gar keine andere Möglichkeit. Den kann ich nicht runterschieben. Den kann ich eigentlich nur nach rechts und nach links kann ich auch nicht schieben. Ich kann ihn nur nach rechts schieben. Okay. Ja. Schieb, 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 schieb. Schieb, schieb. Bis wohin auch immer. Ich will zu der Kiste. Ich will auf jeden Fall zu der Kiste, aber da komme ich nicht hin. Weil da links noch dieser andere Typ hier ist. Komme ich irgendwie da vorbei? Irgendwie nicht. Moment mal, wenn ich das so mache. Oh, ich hab's schon wieder versaut. Oh Mann, ich mach's immer kaputt. Okay. Nochmal. So. So, jetzt kann ich aber hier rüber, ne? Ah, okay. Was auch immer mir das bringt, jetzt zurückzuschieben. Hier komme ich auch nicht runter. Moment mal, hier rechts komme ich auch nicht weiter. Nee. Hier komme ich auch nicht. Ich bin verwirrt. Hilfe. Ich würde den gerne nach unten schieben, aber das geht nicht, weil er nach oben guckt. Kann ich den da gar nicht runterschieben? Ich kann den runterschieben, eins. Was mir auch nicht viel bringt. Aber wenn ich den hier jetzt auch noch eins runterschiebe, dann kann ich den hier nochmal eins runterschieben. Und kann den da rechts auch nochmal eins runterschieben. Yay. So, jetzt kann ich zumindest mal hier außen rum. Was mir das bringt, weiß ich noch nicht. Scheinbar nichts. Aber, hier steht noch einer. Steht noch einer. Geh du einfach mal aus dem Weg. Das kann auf jeden Fall mal nicht schaden. Und du gehst auch mal aus dem Weg. Das kann auch nicht schaden. Okay. Kann ich mich ein bisschen weiter umsehen. So, da rechts ist auch noch einer. Oh Gott. Geh du auch erstmal aus dem Weg. Schieß du mal da an die Wand. So. Ich will zu dieser Kiste. Ich will zu dieser Kiste. Was nicht geht wegen dem da. Geh weg. Moment, jetzt komme ich hin. Kiste, sehr schön. Aquaschwert. Yay. Wehe, das lohnt sich. Hat sich nicht gelohnt. Rüstung. Geil. Na gut, besser als ein Kugelfeld wird es wohl kaum sein. Der kann es nicht mehr benutzen. Der kann es auch nicht benutzen. Ist nur für Seelan. Dabei haben wir doch gerade erst eine neue Waffe gekauft im letzten Part. Aber okay. Das Aquaschwert. So. Gibt es hier noch irgendwo was? Hier rechts oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee, da ist auch nichts. Okay. Dann wollen wir zum Ausgang. Bitte. Wo ich jetzt irgendwie nicht mehr hinkomme, weil ich es eben verbaut habe. Geh weg, Mann. Geh weg, Mann. Ausgang. Danke. Oh nein, sie rennt weg und ich renne automatisch hinterher. Hey, ich will die Büsche kaputt machen. What the? Auf keinen Fall. Aha. Ist das ein Bosskampf? Gargoyle. Wir machen einfach mal drauf. Seelan zaubert mal mit Drache. Drache haben wir noch nicht gesehen. Und Lexis. Naja, eigentlich sollte er auch zaubern. Ach, das wird ein cooles. Das wird ein cooles Furie. Und den Angriff. Panzer, die Verteidigung. Machen wir einfach mal Tornado. Nee, auf alle. Auf alle. Mal schauen, wie viel die aushalten. Ob die jetzt so bosskampfmäßig sind oder nicht. Und, Wasserdrache. Naja,
Der Wasserstrahl hier war seltsam aus, aber der Drache wird ganz gut. Schaden ist auch okay. Wow, Fumi. Wow, Fumi. Was zum Henker war das? Der Fumi muss auch das System. Er hat irgendwie so ein Level zu arg hinterher, glaube ich. Hier macht er keinen Schaden mehr. Wow, Lexis. Das war ja unglaublich cool. Aber die machen auch nicht gerade viel Schaden. Okay, doch, sie machen viel Schaden. Wow. Oh, das Fumi auch. Lass Fumi leben. Er braucht die Erfahrungspunkte. Er braucht sie ganz, ganz, ganz dringend. Donner. Und Lexis macht auch mal Blitz. In der Hoffnung, dass Elektro effektiver ist. Und es wäre schön, wenn der erste mal down gehen könnte. Egal. Oh, der Donner ist echt cool. Ich glaube, Donner ist mein Lieblingszauber jetzt. Ist doch cooler als die Frostfee. Oh yeah. Und die sind echt auf Bossniveau. Okay, einer ist kaputt. Sehr schön. Wow, Fumi. Vielleicht willst du mal Spezialattacken machen, Fumi. Wäre echt cool. Fumi, warum sagst du nicht Fumi? Fumi, Fumi. Aua. Au. Vielleicht soll ich mal Zornattacken benutzen. Wir benutzen jetzt mal Zornattacken. Eine Runde Zornattacken. Yay. Die sind unten. Zornattacken. Was haben wir denn? Ninja. Okay, Ninja. Und Magiestaub. Füllt MP auf. Furie. Angriff. Satansbiss. Öffne Gegner mit doppelter Kraft. Okay, auf den. Und Sturzbach. Eiswall. Oh Gott, Feuerhauch. Ja, mach mal Feuerhauch. Was hast du Cooles? Du hast Samurai. Du machst jetzt Samurai auf den da. Ninja. War das ein One-Hit? Oh, geil, du bist so awesome. Yay, und Seda, das ist einfach nur ein Feuerzauber. Satansbiss. Ja. Aber Fumi wird mit jeder Runde stärker irgendwie. Erst ein Schaden, dann 5 von 8 und wow, Lexis, das war ja wohl ein Witz. Und das ist der Preis dafür, Lexis. Tja, das kommt davon, Lexis. Wenn man so doof kämpft, dann geht man halt kaputt. Ja, kaputt. Man wird nicht besiegt, man geht kaputt. Kaputti-tutti. Und die Feinde könnten auch langsam mal kaputti-tutti gehen. Bitte. Donner. Oh yeah. Oh, das ist so awesome. Britzel, Britzel. Einer down. Und der nächste auch noch. Fumi. Nein. Okay. Wie die immer auf Guy gehen. Aber egal. Zornpunkte für Guy. Yay. Und der haben wir weiter drauf. Und der ist glaube 12.000 Erfahrungspunkte nur. 12.000. Ich erinnere, die paar Fische auf dem Meer haben 16.000 gebracht. Und die waren wesentlich schneller down. Das ist ein bisschen schlecht gebalanced. Geht's dir gut? Ich habe euch nicht gebeten, mir zu helfen. Ihr seid... Duplo, hör sofort damit auf. Duplo? Lecker. Atea. Wie redest du mit den Leuten, die dir das Leben gerettet haben? Aber Atea, die waren gerade dabei, wieder ein Schiff zu bauen. Das Labor leitet sein Abwasser in das Meer und verpestet die Umwelt. Das habe ich irgendwo gehört zumindest. Hast du deswegen die Pläne gestohlen? Egal, warum du es getan hast, stehlen ist falsch. Moment mal, bist du dir bei der Sache mit dem Abwasser sicher? Was? Du wusstest nicht davon, dass das Labor die Umwelt verpestet? In der Stadt blüht keine einzige Blume mehr. Strich. Das reicht jetzt, Dupla. Gib ihnen die Pläne sofort zurück. Sofort. Aber Antea, dann werden sie einfach weitermachen. Erzwungene Einsicht hat keinen Sinn. Sie werden sich nur ändern, wenn sie das Problem selbst sehen. Ihr habt ihr die Pläne zurück. Warte. Ich werde, sobald ich wieder da bin, Portravia in ein Blumenmeer verwandeln. Ach, Lexis, dann musst du aber in Portravia bleiben, das wäre ja schrecklich. Es dauert vielleicht eine Weile, aber ich tue es, das verspreche ich dir. Dann musst du uns aber verlassen, das wäre ja schrecklich. Du meinst, du verlässt die Party und bleibst da, um Blumen zu pflanzen? Ja. Ich werde die Maschine so umbauen, dass die Umwelt keinen Schaden mehr nimmt. Das willst du wirklich tun? Selbstverständlich. Ich werde dir beweisen, dass ich wirklich ein Genie bin, dass ich Blumen anpflanzen kann. Wenn die Stadt wieder voller Blumen ist, lade ich dich ein, mich zu besuchen. Kleines Mädchen. Und ich werde dir einen großen Blumenstrauß schenken. Ist das in Ordnung so? Nur wenn die Stadt wirklich zu einem Blumenmeer wird und du aufhörst, so komisch zu grinsen. Danke. Ich gehe sofort zurück in die Stadt und fange an, daran zu arbeiten. Maxim, wir sehen uns in Portravia. Oh, bye, Lexis. Kriege ich meine Ausrüstung wieder, die du hast, bitte? Hey, du hast das Samurai-Juwel, das will ich haben.
Atea, schlechte Nachrichten. Was ist los? Eine seltsame Lichtkugel ist über unserem Dorf erschienen. Das Licht ist voll von böser Energie. Diese Kraft ist so unglaublich stark. Das klingt irgendwie bekannt. Wirklich? Was ist das denn? Es ist der Höllenfürst der Zerstörung. Ihr solltet zurück zum Dorf sofort, damit ihr mit zerstört wird. Wir gehen mit. Aber ich kann doch keine Menschen in mein Dorf mitnehmen. Für so etwas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Geh, oder deine Leute werden alle tot sein. Und wenn du nicht da bist, wirst du nicht mitsterben. Also gut, ich werde uns hintransportieren. Warp! Die Ereignisse überschlagen sich. Atea, das Licht kam, ummantelte Trix. Trix und Duplo, Trixer, und verschwand mit ihr. Was? Meine Mama Trix? Und ich heiße Duplo? What the hell? Wir konnten es nicht verhindern. Alles ging so schnell. Wohin ist das Licht geflogen? Es flog direkt zum Weihe-Tempel. Zum Weihe-Tempel? Das muss vorher geplant gewesen sein. Was ist der Weihe-Tempel? In dem Tempel gibt es gibt es mystische Steine. Nur Trixer kann den Tempel öffnen. Das hört sich gar nicht gut an, Maxim. Gar nicht gut. Ich weiß. Atea, wo ist dieser Tempel? Ohne Elfen kommt er nicht in den Tempel. Überlass das lieber mir. Ist Atea eigentlich ein Kerl oder eine Frau? Ich glaube, es ist ein Kerl, oder? Du wirst uns brauchen, auch wenn du uns Menschen nicht magst. Denn wir sind die Helden. Nur wir können das Digimon Armon besiegen. Wir müssen zusammenarbeiten, um Armon besiegen zu können. Nur als Team haben wir eine Chance. Wir reden so viel. Wir sollten uns lieber sofort auf den Weg machen und Trixer retten. Also, wo ist dieser Weihe-Tempel? Im Südwesten. Bis wir Trixer gerettet haben, kannst du uns anführen. Auf in den Kampf. Wow, 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 Atea schließt sich an. Als Party-Member. Wow. Wow. Hey. Ja, es ist ein Kerl, eindeutig. Ein Kerl. Oh, wie cool. Hallo. Hallo, du. Wow. Kannst du zaubern? Du kannst zaubern. Oh, du kannst richtig coole Zaubersprüche. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir dich noch besser ausrüsten können. Nope. Silberrobe. Nope. Nope. Schattenhut? Nope. Dann hier irgendwas. Eisring, Schutzring, Wasserring, Feuerring, Zombiering, Donnerring. Ich glaube, Donnerring ist am coolsten. Und was haben wir hier noch? Ganz viele Juwelen. Lexis, hast du deinen... Oh, hat Lexis jetzt echt seinen Samurai-Juwel mitgenommen? Hatte er das überhaupt? Ich glaube, er hatte das, oder? Löwentatze. Schauen wir mal hier an. Ja, so ist gut. Yay! Hallo, Atea. Level 38. Huch. Falscher Knopf. Nein. Wo ist jetzt das? Hä? Löwentatze da. Level 38. Maxim ist Level 50. Ja. Naja. Aber, wow. Wir haben ein neues Partymitglied, Atea, und der liebe Herr Elf bekommt dann beim nächsten Mal auch eine gescheite Stimme von mir. Ich wusste jetzt echt nicht, dass er in die Party kommt, ansonsten hätte ich da mehr drauf geachtet. Wow, Lexis ist weg. Oh mein Gott, das kam so plötzlich. Das gefällt mir. Ich hoffe, das bleibt so. Also dann, beim nächsten Mal werden wir Trixer retten, damit Dupla nicht mehr weinen muss. Trix und Duplo. Ich komme darauf noch nicht so ganz klar, aber okay. Also dann, ciao, ciao.